Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Ja, ich untersuche gerade hier so einen Wüstenplaneten mit Subbiom, also Unterbiom im Ozean. Vom Ozean habe ich jetzt noch nicht viel gesehen, deswegen suche ich jetzt mal weiter. Der Dungeon, der hier drauf ist, der ist kacke. Das ist nur so ein scheiß Gefängnis. Ich mag Gefängnis, mag ich nicht. Doof. So, den mag ich auch nicht. Der ist nämlich doof. Ich habe da einen ganz einfachen Trick für den. Kann mal hier so ein bisschen, ne, kriegt er so ein, sein eigenes Zuhause und dann hält er die Klappe. Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen Ressourcen verloren. Die hätte ich vorher alle wegstecken sollen. Bevor ich in der letzten Folge in diesen scheiß Dungeon rein bin. Ich wusste ja, dass unten Lava auf mich wartet, aber dass ich da genau reinfalle, das war natürlich blöd, weil irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Also so mit Plattformen und so. Da war nur keine. Schauen wir doch mal, was das Ding hier bringt. Jump Boost! Ui! Moin! Ja, Gummibären. Hüpfen hier und da und überall. Was haben wir da? Zu two-handed. War voll wenig. Dips. Voll wenig Dips. Ich glaube, ich fliege mal auf so einem Stufe 10 Planeten. Such da eine Kiste und hol mir dir die Waffe da raus. Kann ich hier erstmal alle ummähen? Mäh. So, das sieht auf jeden Fall aus wie ein anderes Biom. Da ist auch ein hässliches Tier. Bleib einfach mal unter dem Tier, würde ich sagen. Oder das Tier kommt einfach runter und tötet mich. Ja. Sammeln wir mal wieder Kohle. Ich hatte eigentlich 100 Kohle und da sind 5 übergeblieben. Könnte man sagen, immerhin, okay. Ach, das habe ich gerade in der anderen Folge gar nicht gesagt. Ich freue mich übrigens, dass ich einen zweiten Abonnenten habe. Wer auch immer. Coole Sache trotzdem. Daumen hoch für dich. Mann. Sag mir das doch einer, dass es auf der anderen Seite wieder runter geht. Da geht's auf der anderen Seite wieder runter. Ja, danke für die Info. Ist der Freund oder Feind? Weiß ich nicht. Teste ich nicht. Tschüss. Jetzt steht da so ein blöder Baum. Aha, Trick 17. Haben wir ein bisschen Background hinter und dann können wir das überbrücken. Nein, ein Vogel. Ey, der hat doch einen Vogel! Da kommt er da mit Kamikaze-Killer-Angriff oder so. Glaub, es hackt. Soll ich jetzt andersrum laufen? Ich glaube, jetzt laufe ich andersrum. Blödi. Müssen auch gucken, was da unten ist. Deswegen mal so ein bisschen runter hier. Nix. Hätten wir das auch geklärt.
Bevor hier wieder so ein Viech kommt, nehme ich erstmal einen Hammer in die Hand. Da kann ich wenigstens einmal zuhauen. Wenn ich es denn schaffe. Das ist ja immer noch die Frage. Jetzt habe ich gerade was im Auge. Ist ganz schlecht. Oh. Kann ich die Maus nicht bedienen? Nee, der war okay. Komischer andere Vogel, der war böse. Jetzt wird es schon wieder Nacht. Ja. Nacht ist mein Vogel. Ist das alles gut? Nee, Stein, ne? Der ist gedacht, das wäre alles Kohle. Ja. Njuff. Mann. Bup, 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 bup. Schon wieder so ein Tal hier. Also vom Ocean habe ich immer noch nichts gesehen. Gut, ich laufe jetzt auch andersrum. Oh oh. Nein, nein. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Ja, gerade gar kein Droide. Ist, passt nicht so. Das sind nicht die Menschen, die ihr sucht. So. Wow, 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 wow. What the fuck? Alter. Du beißt dich nicht hier rein. Alter, kommt da so ein Bitch-Tier an. Na, komm. Oh, komm, put, put, put. Kommst du nicht zu mir, komme ich zu dir. Aber. So, jetzt mal ganz genau gucken. Na, komm noch ein Stück. Ach, Mistviech. So. Ah. Komm her, ich schieße den Popo. Jetzt haut er doch tatsächlich ab. Ich habe auch gar keine Fackel mehr. Warum habe ich keine? Ich brauche wieder Fackeln. Ich brauche Fackeln. So, Fackel ich nie lange. Ja, komm. Ach, Mist. Oh, runter. Oh. Jetzt aber. In deinen Arsch. Kann ich auch hier durch die Decke schießen? Moment. Nee.
Also ein bisschen schräg, das geht. Ja, ich krieg ihn klein. Boom. Ne, das war nix. Da bleibst du erstmal stehen. Ist ja gar nicht drüber zu springen. Na, komm. Komm. Ah, komm, in deinen Hintern. Oder ins Gesicht. Ist ja bei dir fast dasselbe. Na, so. Ja, komm, komm. Komm, put, 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 put. Are you ready to die? Yeah, you're ready to die. Come on. Are you ready to die? Eat my bullet. Professor Alien Killer? Was? Was ist das denn? Ach. Ist ja gar nichts, ist das. Ist ja. Ach, ist Kindergarten. Ist ja Sandschaufel. Der hat mir bestimmt hier One-Hit-Millionen Schaden gemacht. Krieg dann nur so eine Billigwaffe. Also ich meine für Threat Level 5, da wären die Waffen irgendwie besser gewesen, oder? Schon? Eigentlich? Eine Kiste. Die nehmen wir mit. Mal auf Sand bleiben. Da ist wieder so ein Tier. Hey, da gibt es nichts Interessantes. Dann überspannen wir das mal so ein bisschen hier. Na komm. Hier geht's tief ab. Oh, Alter, wie geht's denn tief ab hier? Hallo. Bist du noch so ein Boss-Tier? Nee, den lasse ich jetzt mal. Na komm. So, ich brauche mal wieder ein bisschen Material.
Schon wieder so ein Teletubby. Und weg ist er. Da unten spielen in deiner Höhle. Na toll. Da war nichts drin. Nüscht, sozusagen, nüscht. Oh, noch ein Boss, ich glaub's ja nicht. Aber der hat seine eigene Höhle. Oh. Armes Tuk-Tuk. Da gehst du wohl in die Höhle. War doch noch einer. Ja? Jo. Na? Blödi? Komme ich mal irgendwann wieder da an, wo ich war oder so? Ich brauche doch meine Sachen wieder. Ich will doch nur meine Sachen wieder, Mensch. Was immer. Mal gucken, wo mein ganzes Zeug hier hin ist. Oben ist noch was. Ach, und es wird auch wieder Tag. Schön. Kann ich ja jetzt zum nächsten Planeten reisen. Wo dann wieder Nacht ist. So. Habe ich jetzt alles? Ich denke schon. Aber ich grabe mich jetzt nochmal in den Planeten rein. Weil mich interessiert, was es hier so gibt. Ich nehme natürlich die ganze Kohle mit. Ich habe ja immer noch nicht das Ocean-Biom gefunden, also muss er also irgendwo hier unten drunter sein. Jetzt ist die Frage, falle ich da in irgendeinen riesen See aus Wasser oder... Wie sieht... Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal im Untergrund, das hört man. Könnt ihr eigentlich mal gucken, ob man denn schon wieder hier die Sachen abbauen kann. Im Sand. Oder ob die Ressourcen im Sand immer noch verschwinden. Ich glaube eher letzteres. Na, jetzt habe ich eh keinen Sand mehr hier. Da muss ich aufpassen. Wenn jetzt hier so ein Viech kommt, dann... War es das? Und da ist das Uran. Nee, ja, doch. Nein, nein, ja, doch. Oh. Ist das jetzt anderes Wasser als das Wasser, was wir eigentlich schon haben? Das ist die Frage. Das ist Öl. Das ist Öl. Gar kein Wasser.
Ich habe immer gedacht, das wäre Wasser gewesen. Kein gutes Zeichen. Uah. Bin ich jetzt erschrocken hier. Mistviech. Was ist das denn da? Ist das da runtergefallen? Was ist das? Dann ist das gar kein Wasser. Ich habe immer gedacht, das wäre dunkles Wasser. Das ist Öl. Also gab es ja schon immer Öl. Auch nicht schlecht zu wissen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alle Flüssigkeiten einmal durch. Geht es weiter runter, ist mir egal, was da liegt. Kann auf jeden Fall immer noch nicht das Ocean-Biom gewesen sein, das... Ocean-Biom stelle ich mir irgendwie wässriger vor. War ungefähr so. Etwas vielleicht. Gefährliche Sache hier. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, 22 Minuten stehen auf meinem Tacho. Deswegen sage ich, ich mache gleich noch eine neue, weitere Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich esse aber zwischendurch was. Bis gleich. Oder, ne? Morgen, je nachdem. Tschüss.